Hallo Leute, willkommen zum achten Let's Play Civilization 3. Hier ist der mitgezwitschert und ich habe mal diesen Fehler hier korrigiert, dass hier das E fehlt in meinem Spielstand und auch dieses Of the Germans weggenommen, weil das irritiert mich immer und lässt mich gucken, was hier für andere Spielstände noch sind. So, also lade ich einfach mal. Wo waren wir denn? Ach ja, vorneweg. Vorneweg, ich habe euch beim letzten Mal ein bisschen Mist erzählt. Ja? Und das wollen wir gleich mal korrigieren. Es gibt ja hier die Regierungsformen. Und da hatten wir uns letztes Mal die Monarchie angeguckt und den Despotismus. Aktuell leben wir im Despotismus hier in Deutschland. ja, in Deutschland. Und wir werden eventuell auf Monarchie wechseln. Wir sind noch ein bisschen unsicher, bin ich mir, ob das nicht ein paar Probleme mit sich bringt. Aber ich werde es mal ausprobieren und um euch das auch zu demonstrieren. wo ich euch Mist erzählt habe, ist hier dieses Forced Labor und Pay Citizens. Das heißt einfach nur, nicht, dass man mit Arbeitern bezahlt, sondern einfach nur, dass die Arbeiter bezahlt werden und hier, dass die Arbeiter zur Arbeit gezwungen werden. Ja, was ich nicht erklärt habe, ist diese Geschichte mit der Korruption. Wir haben eine starke Korruption in dem Despotismus und auch immer noch eine problematische Korruption in der Monarchie. Das kann ich euch mal zeigen. Schauen wir mal nach Berlin. Und da gibt es hier so ein. Da gibt es hier diese Commerce-Übersicht, also was quasi an Geld produziert wird, was an Wissenschaft produziert wird, was an Entertaining produziert wird in jeder Stadt, um die Leute bei Laune zu halten. Und da wird halt ein Haufen Geld investiert, um einfach 7 Gold zu produzieren pro Runde in Berlin. Und was wird noch mehr Geld investiert, um 16 Wissenschaftspunkte zu investieren zu produzieren in Berlin? Und es wird nichts investiert, um Glücklichkeit zu produzieren. Das ist einfach der Steuersatz. 44% Steuersatz auf auf die Produktion von Geld und 60% auf Wissenschaft und 0% auf Glücklichkeit, Entertaining. So, jetzt gehen wir mal in eine andere Stadt. Zum Beispiel hier nach Moskau. Moskau ist ja sehr weit weg von Berlin. Obwohl Moskau ein schlechtes Beispiel ist. Wir nehmen Königsberg. Oder München. Oder Hamburg. Ne, wir nehmen Königsberg. Da kann ich das gut zeigen. Und zwar haben wir hier ein Commerce-to-Corruption-Feld. Da geht uns was verloren durch unsere starke Korruption, die im Despotismus herrscht. Genauso haben wir hier, geht uns Produktivität verloren durch durch die Korruption. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Korruption zu bekämpfen. Zum Beispiel die Möglichkeit, die Staatsform zu ändern. Im Despotismus ist die Korruption, wie gesagt, sehr hoch. In der Monarchie ist sie ein bisschen geringer. Da würde sich das ein bisschen absenken. Was ist jetzt hier der Unterschied zwischen Königsberg und Berlin? Ich meine, Königsberg hat ja nur 3 Einwohner und Berlin hat 8. Und hier gibt es keine Korruption. Leipzig gibt es auch Korruption, aber zum Beispiel nicht so viel. Obwohl wir hier 7 Einwohner haben, gibt es trotzdem nur eine. Eine Korruption bei der Produktion. Das liegt einfach daran, je weiter ein Ort weg ist von der Hauptstadt, desto stärker ist die Korruption. In Königsberg wäre die Korruption jetzt noch stärker. Oh, hier sehen wir es auch schon. Hier geht noch mehr drauf von dem Science. Und wenn wir die Stadt jetzt hier oben gebaut hätten, was uns ja nicht gelungen ist, weil hier ein Barbaren Häuschen ist, was wir erstmal wegmachen müssen und was uns den Siedler gekillt hat,
Hätten wir hier oben eben noch mehr Korruption, weil es noch weiter entfernt ist von unserer Hauptstadt. Da gibt es aber verschiedene Wege, um die Korruption zu bekämpfen. Und darauf werden wir dann im weiteren Spielverlauf eingehen. So, Moskau ist erstmal erobert. Und unser russischer Einwohner ist inzwischen auch zufrieden. Und wir werden jetzt mit diesen drei Einheiten hier weiter die Stadt begutachten. Und den werde ich mal bereit machen, um nach Moskau zu gehen. Schön ist, dass Moskau und Kiew schon miteinander verbunden sind. So, die bleibt auch zufrieden. Hier ist sogar schon eine Straße zu den Fällen gebaut. Allerdings tut es nichts zur Sache, weil das nicht im kulturellen Radius liegt. Von daher kommt Moskau da nicht dran. Und wir können diese Luxuriosität nicht einsammeln. Und haben nichts davon. Sonst hätten wir dann bald die zweite Luxuriosität, die wir wirklich nutzen können, effektiv. Vielleicht wird die zweite aber auch die Seide sein. Mal schauen. So, hier geht's weiter. Da wollte ich ein Bergwerk bauen. Und hier ist der Spearman fertig. Den wollte ich ja runterschicken zu den Russen. Hier werde ich jetzt aber keinen zweiten Spearman bauen, sondern stattdessen ein Marketplace. Ja. Hier muss ich euch auch noch was erklären. Und zwar habe ich ja vor, oder haben wir ja vorhin irgendwann mal gesehen, dass eine Stadt maximal 6 Einwohner ohne Aquädukt haben kann. Und ich kann ja jetzt ein Aquädukt bauen. Und wenn ich jetzt hier in die Liste gucke, dann gibt es gar kein Aquädukt hier. Ja. Hier gibt es den Palast, da würde ich die Hauptstadt umziehen, quasi nach Leipzig. Gibt es den Tempel, der macht eben die Bürger glücklich. Die Kaserne macht eben, erstellt wieder Veteraneneinheiten her und nicht nur normale Einheiten mit 3 Lebenspunkten, sondern mit 4. Der Marktplatz, den ich jetzt auch bauen werde, der produziert einfach mehr Commerce. Und dann habe ich hier auch mehr Geld an der Stelle. Und kann auch meine Steuerrate wieder erhöhen. Ja, die Mauern bilden eine Stadtmauer, die verdoppeln quasi die Verteidigungsfähigkeit der Stadt, was aber die Pyramide dann auch tun wird. Deswegen baue ich auch keine Mauern. Und das Kolosseum macht das gleiche wie den Tempel, nur dass es eben doppelt so viele Leute glücklich macht oder zufrieden macht. So, dann gibt es halt noch die Möglichkeit, Wells zu produzieren. Das ist einfach die ganze Produktion in Geld auszuschütten. Kann ich mir mal anklicken, dann bekäme ich jetzt hier halt mehr Geld. Aber das macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Ich werde jetzt erstmal den Marketplace bauen. Und danach sind wir, glaube ich, schon wieder so weit, dass ich einen Siedler bauen werde. Ah, da fällt mir gerade was anderes ein. Und zwar eine bessere Idee. Ich werde diesen Swordsman hier in der Stadt lassen. Und zwar so lange, bis der Siedler fertig ist. Und dann mit dem Swordsman zu den Trauben gehen, um die Barbaren dort zu besiegen und dort die Stadt zu bauen. Das ist ein Plan. Okay, soweit so gut, soweit der Plan. Du bleibst also hier. So, und hier wollte ich die Straße nach Königsberg bauen.
Und hier können wir langsam hochgehen zu Smolensk und uns die nächste Stadt vereinnahmen dann. Einnahmen. Nein, die Einheit wollte ich eigentlich in der Stadt lassen. Bergwerk. Oha. So, unsere große Bibliothek hat wieder zugeschlagen. Wir haben wieder ein gratis Wissenschaft bekommen, und zwar Pferdereiten. Ja, jetzt können wir Horsemänner bauen. Hier gibt es wieder die Möglichkeit, auch eine Spezialeinheit zu bauen für die Irokesen. Die haben einfach 3 Attack. Und ein normaler Horseman hat nur 2 Attack. So, und ein Horseman ist natürlich eine coole Sache. Kann ich aber leider noch nicht bauen, da ich noch keine Pferde habe als Ressource, als strategische Ressource. Ja, da muss erstmal die Stadt aufgebaut und angebunden sein und dann kann es auch losgehen mit den Horsemen. Mal eben hier noch so ein bisschen durch. Ah ja. Okay, der Horseman ist übrigens auch das Upgrade zum Kriegswagen. Der hatte neben 2 Attack, der Kriegswagen hatte nur 1 Attack. So. Sehr schön. Und noch was weiteres. Wir haben Polytheismus aus der großen Bibliothek geschenkt bekommen. Damit kann man nichts weiter anfangen, aber wir kommen schneller zur Monarchie. Und die produzieren wir jetzt auch gleich. So, und hier oben hat sich ein bisschen was Schlechtes angebahnt. Und zwar sehe ich hier, dass sich langsam ein Krieger nähert. Und der Spearman ist noch nicht fertig. Das ist überhaupt nicht gut. Weil wir können auch gar nichts dagegen machen. Wir können nichts dagegen tun, dass dieser Siedler oder dieser Krieger Königsberg einnehmen wird, außer Frieden zu schließen. Tja. Okay, eine Runde haben wir noch Zeit. Und in dieser einen Runde werde ich Smolensk nicht mehr einnehmen. Und dann werde ich den mal kontaktieren. Hallo. Ja, das tut uns sehr leid und wir wollten eigentlich gar nicht unsere Truppen in eure Städte bewegen. Das ist halt ein ziemliches Missverständnis. Und ja, wir haben uns auch ein bisschen überschätzt und eigentlich wollen wir Frieden und vielleicht können wir auch noch ein bisschen was rausschlagen. Und zwar so ein Rundengold oder so. Für unsere Friedlichkeit? Ihr Gesicht ändert sich noch nicht großartig. Die ist halt sauer. Boah, versuchen wir es mal mit 5. Okay, da wird sie ganz grimmig. Goldene Mitte, 3. Okay, scheint für sie erträglich zu sein. Ich frage sie mal, ob sie es akzeptieren möchte. Jo, wunderbar. Ja, das kriegen wir jetzt jede Runde auch noch 3 Gold von den Russen geschenkt. That's it, goodbye. Der wird unsere Stadt jetzt nicht angreifen. Wir werden auch nicht weiter angreifen, sondern uns in Moskau verbarrikadieren. Und wir sehen hier unten, St. Petersburg ist übrigens die neue Hauptstadt. Das erkennt man an dem Sternchen. Bei Berlin gibt es auch so ein Sternchen. Bei Paris gibt es auch so ein Sternchen. Ja, die Hauptstadt von England haben wir noch nicht entdeckt. Was mag das wohl sein? Vielleicht London? Haha. Nun, gut, dann schließen wir ab mit der Kriegstreiberei und werden erstmal den Status quo aufrechterhalten und fahren damit erstmal fort, sodass ich diese Kampfeinheiten erstmal nach Moskau zurückziehen werde. Und hier geht der Straßenbau weiter.
kann doch mal passieren. So, Moskau hat eine ganz gute Garnison. Einen weiteren Spearman werde ich hier jetzt erstmal nicht bauen. Da habe ich ja noch den Krieger. Und stattdessen gehe ich direkt an die Bibliothek. Die setze ich alle fest. Berlin hat wieder den kulturellen Einfluss erweitert und das freut auch unsere Bevölkerung. Und sie will mir den Palast ausbauen. Ja, der ist ja noch immer noch ein wenig klein geraten. Könnte jetzt einen chinesischen Palast bauen. Sieht ja eigentlich ganz schön aus. Oder mal damit versuchen. Oder damit. Eigentlich würde das hier am ehesten passen. Das ist halt so burgartig, so gotisch, mittelalterlich. Aber ich glaube, ich finde das hier gerade am schönsten. Auch wenn das nicht so aussieht. Sieht auch eher aus wie eine Burg. Aber das werden wir dann sehen. Wenn wir vielleicht weiter ausbauen können. Auf jeden Fall werde ich jetzt meinen Tempel mal ein bisschen verschönern. Ja, der kulturelle Einfluss von Berlin ist schon immens hier. Auch der von Leipzig ist schon sehr groß. Und der von Hamburg geht auch schon. Gut, dann sehen wir mal weiter. Hier wollte ich die Straße nach Kiew bauen. Hier baue ich die Straße nach München. Hier baue ich die Straße nach Heidelberg. Und hier baue ich Bewässerungsanlagen bis in die Wüste. So, jetzt brauche ich mir hier auch keine Sorgen mehr machen, denn ich habe jetzt hier einen Spearman gebaut. Zumal aber der russische Krieger ein Elite-Krieger ist. Deswegen ist er auch besonders stark. Deswegen werde ich den Russen jetzt auch nicht gleich den Krieg wieder erklären. Außerdem zahlen sie mir jetzt pro Runde 3 Goldstücke. Dann kann ich mal gleich mal in meine Übersicht hier gucken. Ich glaube, ich brauche keine 14 pro Runde hier an Gold bekommen. Es reicht locker 2 pro Runde, dann habe ich wieder 80% Wissenschaft. Kann man das irgendwo sehen, dass mir die Russen jetzt Geld geben? Das kann ich jetzt nirgendwo erkennen. Aber sie sind immer noch ein bisschen sauer auf uns. Wen wundert's? Das kann man tatsächlich nirgendwo sehen. Na, vielleicht sieht man es sogar irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Naja, gut. Dann bleibt es erstmal dabei. Und wir bauen weiter aus.
So, hier baue ich jetzt eine Bewässerungsanlage hin. Und dann müsste ich hier eigentlich auch die Möglichkeit haben, Nahrung zu produzieren. Das ist das Ziel. Königsberg baut die Bibliothek, das ist richtig. Heidelberg wird jetzt verbunden. Hier wollte ich noch was erklären. Erstmal kurz hier ein kurzer Blick nach Frankfurt. Hier hatte ich ja, hat mir in einem der letzten Let's Plays festgestellt, dass wir hier keine Bewässerungsanlage bauen können. Aber dadurch, dass ich jetzt quasi Bewässerungsanlagen vom Fluss angefangen habe, kann ich die hier runterziehen. Also ich könnte im Prinzip die ganze Karte voller Bewässerungsanlagen bauen, wenn ich überall eine Anbindung zum Fluss habe. Und ich wollte halt hier jetzt bei der Kuh eine Bewässerungsanlage bauen, um da vielleicht viel Nahrungsmittel zu produzieren. Das ist die eine Sache. Und was andere Sache, die ich noch erklären wollte, ist die Sache mit den Aquädukten. Ja, es heißt ja in der Beschreibung, das Aquädukt ermöglicht die Bevölkerung über 6 zu steigen. Wenn wir jetzt mal hier mal gucken, haben wir hier ein paar Städte. Leipzig 7, Berlin 8, Hamburg 8. Also wir sind schon über 6. Wie kommt's? Ja, das ist ganz einfach. Und zwar fließt direkt durch diese Orte ein Fluss. Und das erspart uns quasi den Bau von einem Aquädukt. Und wir haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, ein Aquädukt auszuwählen und es zu bauen. So, Hamburg ist ja ein bisschen weiter entfernt von dem Fluss. Aber hier gilt es auch. Wichtig ist halt dieser Umkreis von einem Feld. Das gleiche wird uns dann auch für München, in München der Fall sein. Wo wir allerdings ein Aquädukt brauchen, ist Frankfurt. Moskau und Kiew sind safe. Wir brauchen ein Aquädukt in Heidelberg. So, hier bin ich ein bisschen unsicher, ob diese Felder Flussfelder sind oder auch oder die nächsten Felder erst. Es kann also gut sein, dass wir ein Aquädukt in Königsberg brauchen. Das können wir uns auch gleich mal angucken. Wir gehen einfach mal rein nach Königsberg und schauen, ob man hier ein Aquädukt bauen kann. Ja. Das heißt, dieser Fluss wird nicht mehr als angrenzendes Feld gelten. Soweit, so gut. Ah, noch was Wichtiges. Ja, und auch Königsberg hat keinen Fluss, da werden wir auch ein Aquädukt bauen müssen. Zumal Königsberg halt sehr langsam wächst, beziehungsweise jetzt gar nicht mehr wächst. Aktuell. Solange hier noch überall ringsrum Dschungel ist, wird sich da auch nicht groß was tun. Deswegen muss dieser Dschungel auch weg. Der muss definitiv abgebaut werden. So, und mir ist gerade aufgefallen, Berlin ist so gut wie fertig mit den Pyramiden. Noch eine Runde. Das machen wir noch. Und diesen Arbeiter schicke ich jetzt mal nach Königsberg,
weil dieser Dschungel muss, wie gesagt, schnellstmöglich weg. Der stört uns dort immens. So, auch Heidelberg ist jetzt angebunden und bekommt die Luxuries und auch das Eisen. Das ist schön. Dann kann ich jetzt hier damit beginnen, die Felder hier auszubauen. Oh. Naja. Dazu sagen wir jetzt mal nichts. Ich habe 206 Gold. Berlin hat die Pyramiden gebaut. Ich habe vergessen, die Granaries zu verkaufen. Aber die Pyramide ist fertig. Ich bin glücklich. Dickes Teil hier. Und schauen wir nach Berlin rein. Was wir jetzt als nächstes angehen können. Das Orakel ist in Arbeit in Hamburg. Die Mauer ist in Arbeit in Königsberg. Also, wenn wir in Berlin jetzt mal den Marktplatz ausbauen und produzieren dann hier auch wieder mehr Geld. Und hier haben wir gerade eine Bibliothek produziert. Schauen wir mal nach Frankfurt. Stadt wächst jetzt nicht so schnell, dass ich jetzt schon einen Siedler bauen könnte. Ich baue einen zweiten Spearman. So, die Engländer haben jetzt aufgehört, die Pyramiden zu produzieren und bauen jetzt am Orakel rum, wo ich ja sicherlich auch schon relativ weit bin. Kann ich gleich mal gucken. Und die Russen, ja, die Franzosen tun das gleiche, die Russen bestimmt auch. Ach nee, die Russen tun es nicht mehr, weil ich habe denen die Hauptstadt geklaut, wo sie wahrscheinlich das Orakel vorher gebaut haben. So, hier baue ich die Straße rüber nach München. Ich kann mal nach München reinschauen. Hier fehlen uns die Luxuriositäten und hier fehlen uns die strategische Ressource Eisen. Dafür habe ich jetzt den Spearman gebaut und baue als nächstes die Bibliothek. Und strategische Ressource Pferde habe ich ja noch nicht angebunden. Da müsste ich halt erst die Straße hinbauen. Das passiert, sofern der hier ist. So, und mal zum Vergleich. Ich habe hier so einen großen kulturellen Einfluss. Ja. Hier tut sich noch nichts. Hier haben wir auch schon einen vergrößerten Bereich. Wenn wir mal zu den anderen Völkern gucken, dann sehen wir hier, da hat sich noch nicht viel getan. Die haben immer noch den relativ kleinen Einfluss, außer um ihre Hauptstadt herum. Das liegt am Palast. Der Palast wird automatisch in der Hauptstadt aufgebaut, wenn die alte Hauptstadt eingenommen wird. Und St. Petersburg ist jetzt die neue Hauptstadt und deswegen gibt es diesen großen Einflussradius, diesen großen kulturellen Einflussradius. Wenn wir mal hochgucken zu den Franzosen. Hier bietet sich ein ähnliches Bild. Um Paris rum gibt es einen großen kulturellen Einfluss. Der Rest, ja, hat diese wenigen Felder. Ja, nur die direkte Umgebung. Daran sieht man, dass die anderen Völker noch keine Bibliotheken bauen oder vielleicht auch noch keine Bibliotheken bauen können, weil sie noch nicht über die Technologie Lesen und Schreiben verfügen. Ja, ich denke, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit diesem Let's Play. Ich zeige hier noch eben kurz, dass ich jetzt hier auch Wasser, durch das Wasser, die Möglichkeit habe, Nahrung in der Wüste zu produzieren. Ich werde jetzt als nächste Schritte hier diese Bewässerungsanlagen wieder abbauen, um dort Bergwerke zu bauen. Deswegen fällt uns jetzt nicht die Möglichkeit weg, hier die Bewässerung in der Wüste zu nutzen. Auch wenn es dann keine direkte Verbindung mehr gibt.
Okay, so viel zu diesem Let's Play. Ich danke euch fürs Zusehen und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass sich hier in der Nähe die Stadt London befindet. Das werden wir dann sehen beim nächsten Mal.